Ich glaube, NRW hat deswegen das Potenzial, Klimaschutzland Nummer 1 zu werden, weil es ja bei der Frage Klimaschutz darum geht, wie kann das gelingen in einem Industrieland, der Umbau hin zu einer umfassenden Dekarbonisierung, das heißt dem Raus aus den fossilen Energien, das wird sich festmachen an den großen Industriestandorten. Und darum steht der NRW so im Brennpunkt. Und gelingen kann das, indem man jetzt sehr, sehr klare Ausstiegsszenarien angeht, offen den Ausstieg aus der Kohleverstromung, aus einer fossilen Mobilität thematisiert und Prozesse aufsetzt, mit denen wir die beteiligten Industrien, aber auch die betroffenen Regionen ganz intensiv mit auf den Weg nehmen. Und ich glaube, eine gute, auch grüne Politik ist eben eine, die diese klaren Visionen vorantreibt und gleichzeitig aber eben auch diese Prozesse aufsetzt, die mit den Industrien und den Menschen gerade in den Schlüsselregionen innerhalb von NRW zusammenarbeitet.